Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons Pioneers of Olivetown. Wir gehen wieder erneut zur Zwielichtinsel und schauen uns um. Mal gucken, ob wir irgendetwas Neues entdecken. Boah, sieht mir auch voll cool aus, ne? Oh, die Laternen, die könnte ich, glaube ich, auch bei mir platzieren. Die haben schon was. Hallo, Lisette. Ach, die Welten, die man in Büchern findet, sind spannend. Ich male mir gerne die verschiedenen Orte aus. Wie kriegst du denn eine Symphonie der Erde, meine Süße? Wow, meine Güte, was soll ich dazu noch sagen? Du schenkst mir eines meiner liebsten Dinge. Sieh, wie sie sich freut. Cute. So, hi. Tagsüber stöbere ich nach Zutaten und Materialien, die ich nutzen kann. Im Dunkeln würde sich das ja wesentlich schwieriger gestalten. Okay. Warum lese ich eigentlich jetzt mal vor? Sagt ihr immer das Gleiche. Okay. Wo ist Moria? Da. Warten Sie, Herr Moria. Ich habe eine Krabbe für Sie. Bitteschön. Oh ja, das ist ein wirklich wundervolles Geschenk. Gut gemacht. Bitte. Bitte, bitte, bitte. So, gucken wir mal. Was gibt's Neues von Lisette? Nein. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Frag jetzt wieder, wo ist Ludus? Versteckt er sich wieder bei sich? In seiner Hütte? Oder ist er bei seiner besten Banane? Das klingt irgendwie immer noch furchtbar. Ja, er ist bei seiner besten Banane. Hi. Ich schreibe Tigris Großvater Haulani regelmäßig, damit er weiß, wie es ihm geht. Ach, das ist lieb von dir. Hier, nimm eine Banane. Wow, das ist ja grenzgenial. Bitteschön. Frage ist, krieg ich ein Event von euch? Kommt, gebt mir was. Gebt mir irgendwas. Bitte. Ich habe euch auch ganz tolle lieb. Ich glaube, ich kriege kein Event. Vielleicht, wenn ich irgendwo reingehe. Liebes-Event? Ich bin gekommen für Liebes-Event. Das möchte ich jetzt. Liebes-Event? Liebes-Event. Gar nichts. Dabei habe ich euch allen so viel Liebe gegeben. Anscheinend nicht. Ich bin es nicht wert. Das ist traurig. Okay, Ludus hat schon 4,5. Lisette, oh, hängt ganz schön hinterher noch. Ich blick gerade Sonntag. War Sydney sonntags da? Ich glaube nicht, ne? Alter, es knarzen gerade übelst die Türen bei mir. So, nee. Alles klar, dann gucke ich nochmal. Morgen. Morgen ist Sydney da. Morgen kann ich Sydney wieder beschenken. Ich glaube, hier hole ich heute nichts mehr raus. Es ist sehr traurig. Gut, dann gehe ich einfach ins Bett. Nee, gehe ich ins Bett? Ich weiß nicht. Ich würde gerne so ein bisschen Off-Screen-Stuff schon machen. So angeln oder viel kochen. Und wie gesagt, das ist halt am Ende auch nur Off-Screen-Stuff. Das würde euch, glaube ich, jetzt generell weniger interessieren, wenn ich das die ganze Zeit machen würde. Besser wäre es vielleicht, wenn ich schon ein bisschen Zeug einsortiere. Wobei, das geht eigentlich. Vielleicht noch ein paar Bouquets binden lassen. Ach, Knöpfchen! Hallo! Meine Güte. Das wäre, glaube ich, ganz klug noch, ne? Weiß nicht. Ich habe noch so ein bisschen Parfüm übrig. Ich kann nochmal in die Restaurants schauen. Ich überlege gerade. Komm, ich mache noch so ein Bouquet. Die Sache ist nämlich, dass montags, glaube ich. Was, montags? Dass da immer der Blumenladen zu hatte und ich möchte da nicht in Schwierigkeiten geraten. Ich könnte theoretisch ja auch, ich weiß gar nicht, was es für Bouquets gab. Ich könnte mal ganz frisch sein und einfach mal alles mitnehmen in der Hoffnung, dass ich mal was anderes machen kann. Als so ein Wildblumenbouquet. Einfach irgendeinen anderen. Ich nehme einfach mal alles mit. Bis auf die Wildblumen natürlich. Yeah! Qualität. So, schauen wir mal. La 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 la. Nein, Cuties, lasst mich vorbei. Ich beobachte wieder meine Wachteln. Ich liebe sie. So, Blumenladen, der war. Nee, war das Restaurant. Gehen wir erstmal ganz kurz zu Nien. Oh, hi Jakobo.
Was geht? So, jetzt aber. Jan, ich würde gerne einen Blumenstrauß stecken. Was? Mondlicht geht nicht. Weil ich keine Gänseblümchen habe, die züchte ich ja gerade. Ja, ist schon was, ne? Frühlingsmarsch. Machen wir mal ein paar Frühlingsmärsche. Vielleicht auch lieber. Oh, davon habe ich immer viele. Der Loder und der Walzer. Das ist es. Oder ein Winterblüten-Rondo. Der würde auch ganz gut gehen. Oder einen Regenbogenstrauß. Ach, schön. Richtig schön übertrieben. Ups. Tada! Ja, ist gut. Jetzt habe ich ganz viele Blumensträuße. Ich glaube, hier Jakobus Mutter, Gloria war ihr Name, mochte auch ganz gerne Blumensträuße. So, gucken wir mal. Vielleicht gibt es ein paar neue Rezepte. Vielleicht auch nicht. Oh! Hey! Angela, tut mir leid, dass ich zu spät bin. Hast du schon bestellt? Ja, aber keine Sorge, für dich habe ich auch was bestellt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Natürlich, danke. Alles hier schmeckt wunderbar, also beschwere ich mich sicher nicht. Oh. Wow, was ist das? Das schmeckt so gut. Sogar unglaublich gut. Wie schafft man es überhaupt, dass etwas so lecker schmeckt? Ich wünschte, ich könnte so etwas Unglaubliches zu Hause auch machen. Ich weiß nicht, ob das geht. In einem Restaurant hat man Zeit, das Essen vorzubereiten. Aber für zu Hause wirkt das alles ein wenig kompliziert. Das ist wahr. Ich könnte niemals etwas kochen, das auch nur annähernd an das hier rankommt. Ja, sogar der Salat ist fantastisch. Da frage ich mich, was ich beim Kochen falsch mache. Ja, geht mir auch so. Das ist der beste Salat, den ich je gegessen habe. Es muss am Dressing liegen, oder? Muss so sein. Aber ich bin überrascht, dass ein einfaches Dressing den Geschmack von Salat so verändern kann. Vielleicht muss man einfach ein Gespür dafür haben. Hm, haben deine Kinder mal für dich gekocht, als sie jünger waren? Ach, ich habe es ihm beigebracht. Aber George war ziemlich streng, wenn etwas nicht so wurde, wie er es gerne hat. Das klingt eindeutig nach George. Ach, oder nach Georg. Ich weiß nicht. Ich sag einfach George. Er wirkt wie jemand, der sein Essen genau auf eine bestimmte Weise haben möchte. Ja, wie ist das bei dir? Chick ist so ein netter junger Mann. Er hat sicher überraschend viel Kochtalent von seiner Mutter geerbt. Glaubst du? Ja, tue ich. Ich glaube, wenn er nur will, könnte der Junge alles kochen. Egal, was für ein Rezept man ihm vorsetzt. Schön wär's. Oh. Immer diese Kinders. Hallo. Hast du irgendwas Neues für mich? Nein. 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 Enttäuschend. Miseki. Hier, Kekse zum Parfüm. Wow, danke. Ich habe irgendwie gehofft, dass man vielleicht in der Zeit noch was Neues freischaltet, aber ich glaube, ich muss einfach nur ganz viel kochen. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Hujimini. Vielleicht machen wir heute noch eine kleine Kochrunde. Die Folge der leckeren Geschmäcker oder so. Ich weiß nicht. Ich habe noch ein paar Rezepte, die ich noch nicht gekocht habe. Stimmt's, Mikey? 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 Dann halt nicht, Mikey. Hier bitte, für dich. Wow, danke, dafür habe ich eine Schwäche. Oh, Sally. Wir gucken mal. Was hast du noch was Neues? No. 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 Hier ist viel dabei, aber no, oh mein Gott. Tiramisu, Schokoladenkuchen, Käsekuchen, Erdbeerkuchen. Ach, Hornmuffin, ich will alles essen. Ich will alles in meinen Schlund stopfen. Essen ist schon toll. Ich esse gerne. Ich esse echt verdammt gerne. Das ist eine wunderbare Sache auf dieser Welt. Oh, ich habe übrigens eine Banane. Ich glaube, Mikey mochte doch Banane, oder? Hier. Wow, danke, Yume. Du bist eine wahre Heldin. Oh, yes, Mikey. Wir werden beste Banana-Friends. Muss ich ausnutzen, dass ich jetzt durch Lulus auch eh immer Bananen einstecken habe. Ey, pst, bist eine Banane. Hey, du. Ja, genau, du. Pst, genau. Willst du die Banane jetzt oder nicht?
So. Dann schmeiße ich auch mal die ganzen angesammelten Geschenke hier schon mal rein. Achso, damit meinst du jetzt eigentlich explizit die Blumensträuße. Bis auf den einen natürlich. Gut. Ich habe schon mal auf jeden Fall die angesammelt. Sehr gut. So. Bienen macht mal ein bisschen schneller. Seid mal ein bisschen fleißiger. Keine Ahnung. Oh Mann. Ich habe schon nur 10 Sonnenblumen. Habe ich die restlichen auch wieder in Fertiger geworfen? Offenbar. Krass. Okay, gut. Dann würde ich jetzt wirklich noch ein bisschen was kochen wollen an dieser Stelle. 4% sind es noch beim Kochen. Bis Level 9. Oh Gott. Fast 50. Ein bisschen weniger. Damn. Kann ich irgendwo hier ein bisschen Milch rein stopfen? Okay, das reicht. Oh, jetzt habe ich aus Versehen eine Banane gegessen. No, jetzt habe ich Bananenkräfte. Ich glaube, mein Freund hat keine Bananen gekauft. Manchmal esse ich gerne eine. But not today. So, was kochen wir denn jetzt mal Schönes? Wo machen wir denn jetzt hier weiter? Caprese-Salat. Was haben wir denn hier noch so? Da fehlt mir wieder... Oh, habe ich eh schon hergestellt. Habe ich hier irgendwas noch nicht hergestellt? Nein, okay. Riemenfischsuppe. Habe ich denn einen Riemenfisch auf Halde? Ich glaube, so eine Riemenfischsuppe würde ich sogar aufheben, falls ich noch eine für Götze machen muss. Habe ich sowas wie einen Riemenfisch? Ich habe nicht mal einen. Ich müsste noch einen angeln. Ich glaube, die gibt es noch. Gab es die nicht irgendwie? Ich habe auch noch eine Excel-Tabelle. Dann irgendwie noch im Winter oder so. Ich muss auf jeden Fall noch einen Riemenfisch fangen. Damn. Was haben wir denn noch so? Meistens sind das eh Muscheln, Hummer. Ja, Sachen, wo ich irgendwie bestimmte Fische am Ende wieder brauche, was ich eigentlich nicht will. Aber so eine sämische Muschelsuppe kann ich eigentlich schon mal machen, ne? Das krieg mal hin. Okra-Suppe, große Fische. Das kriegt man auch hin. Komm, ich nehme einfach mal ein paar Fische und sammle mal ein paar Muscheln schnell ein. Dann kriegt man das hin. Das ist für mich auch so ein Ziel, dass ich jedes Gericht einmal gekocht habe. Das ist mir sehr wichtig. Hallo Schaf. Ein Schaf namens Schaf. Wer von euch versteht den Insider, ein Schaf namens Schaf? Gerne in die Comments schreiben. Nur die coolen Kids kennen das. Was mache ich denn hier? So. Nee, das ist falsch. Hier vielleicht irgendwie so? Nee, das ist erst recht falsch. Hier. Nehmen wir das mal. Ja. Pf. Ein paar Lachse. Ein paar Squiddies. Und noch ein paar Schalentiere. Muss aber reichen jetzt, oder? Gucken wir mal, ob wir da noch irgendwie was... Vielleicht brauche ich irgendwie auch sowas wie mittelgroße Fische. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich auch noch ein paar mittelgroße Fische fangen. Ich bin jetzt hier richtig... ihr seht schon, ne? Richtig in Kochlaune. Das ist jetzt eher eine Gasami-Krabbe. Die will keiner. Was haben wir denn? Wow, eine Garnele. Oh, was ist denn das? Oh, das ist irgendwas Schweres. Hui. Was ist das? Oh. Ein Seebarsch. Auf Level 10. Ein 10-Barsch. Da kann er in meine Level 10-Kiste. Gibt es irgendwie auch kleine Fische, sowas? Was, also jetzt hier nichts Krabbiges? Na, kann man, ich kriege keine normalen Fische raus gerade, ne? Nur riesen Dinger. Yay, eine Sardine! Gib mir noch eine Sardine, bitte. Das ist hier wieder ein Seebarsch oder was? Ah, aber kein Level 10er. Das ist gerade zu einfach. Was haben wir denn noch eine Sardine? Eine hochwertigere Sardine oder was? Ah, na schön.
Ja. Wieder ein dicker Fisch. Ein Hering. Ach du dicker Hering. Na gut, ich hoffe, das reicht. Da können wir vielleicht die eine oder andere Sache draus zaubern. Los geht's. Wir müssen ja angeln üben. Kochen üben und so. Gucken wir mal hier. Riemenfischsuppe können wir vergessen. Haben wir eh schon hergestellt. So. Ja, brauch schon. Wieso habe ich denn. Ach, dann Miesmuschel wollen sie dafür haben. Bullung Base. Whatever. Was auch immer das ist. Wir machen es. So, wir können es auch noch garnieren mit einem leckeren Brokkoli. Da, 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 da. Wunderschön. Haben wir jetzt gemacht. Eine sämige Muschelsuppe. Ich sag's euch, Leute, ne? Richtig am Abgehen sind wir jetzt. Ba, 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 ba. Es läuft. Okra-Suppe. Oh yes. Jetzt haben wir einen dicken Fisch dafür. Na gut, nehmen wir den Lachs. Oh, das habe ich nicht mal garniert. Na gut. Was braucht man noch? Ja, hier sind wir durch. Ich brauche nur einen blöden Riemenfisch. was haben wir denn hier? Was finden wir hier? Oh, so ein Mekong. Riesenwels. I remember. Was brauchen wir hier? Reis. Das geht mal hin. Und dann machen wir erstmal Reis. Miep, miep, miep. Meine Wachteln sind wieder am Rumpiepen. Vielleicht ruft sie wieder ganz laut. Oder? Na? Sie sieht so süß aus, ich liebe sie. So, da. Und noch Butteraufspruch. Mehr Karotten. Oh mein Gott, wir brauchen Karotten. Wo ist die Butter? Da. Ich habe wieder die Garnitur vergessen. No! Ah. Riese Beriese. Okay, cool. Sonst irgendwas? Oh, hier. Was haben wir denn hier? Oh. Sardine? Boah, das ist gerade. Ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach für mich im Moment gerade super befriedigend, hier einfach das ganze Zeug runter zu kochen einmal. Könnte auch noch, wie man es auch noch ein bisschen garnieren. So. Tada! Weiter geht's. Oh, fehlt noch was, komm. Was brauchen wir hier? Für Sandwich? Habe ich kein Thun? Ne, habe ich nicht dabei, stimmt. Ich habe nicht so viel Thunfisch. Was fehlt mir denn hier? Alles Mögliche, ne? Hui. Sashimi Bowl fehlt mir. Oh, was brauchst du denn da? Was ist das denn? Eine Languste. Ach, herrje. Das kann ja noch was werden, liebe Freunde. Das kann ja noch was werden. Für Kastanienreis fehlt mir Reis. Das ist keine so große Sache. Komm, machen wir gleich nochmal. Haben wir gleich zweimal Reis gemacht. Das ist doch keine große Sache. So, hier, Kastanienreis, los geht's. Ich habe auch keinen Kastanienreis bisher gemacht. Das kann ich selbst gerade kaum glauben. Oh Gott, schon nur noch zwei Süßkartoffeln. Den Rest habe ich angebaut. Yay! Sonst irgendwas? Was haben wir denn hier? Ach, wieder eine Miesmuschel wieder. Wir brauchen Miesmuscheln, Leute. Chukasoba? Was haben wir das ist? Soba, einfach nur Soba-Nudeln anscheinend. Lecker. Eine Sardine und doch ein bisschen Mehl. Ah. Juhu. So. Meerprassen, Sashimi, brauchst du Meerprassen, das ergibt Sinn. So, was haben wir denn hier? Brownies. Hier kann ich wieder viel machen. Bei Dessert drehe ich wieder richtig ab. Ich sag's euch. Ich aber alles irgendwie auch wieder verkauft kriegen, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Platz ich habe. Brownies! Guck gerade, was sagt denn generell mein Skill? Ja, fast, das waren schon Beine. Oh, guck mal! Was machst du da? Ina liegt auf dem Rücken und strampelt. Wie ein kleines Baby. Baby! So. Kann man auf jeden Fall halbwegs gut verkaufen, das Zeug. Nee, den Reis jetzt mal nicht. So. Ah, hier oben noch. Okay, ich brauche auf jeden Fall Miesmuscheln. Wo kriege ich denn Miesmuscheln her? Hm. Waren die in einem anderen Strand? Ich denke schon.
Ich habe hier meine, ich habe hier die Kochmission. Ich muss endlich kochen, auf Level 9 lernen. Was haben wir denn hier? Austern. Könnte man eventuell auch noch brauchen. Ich brauche eigentlich nur Miesmuscheln. Das sind alles Austern jetzt hier, ne? Alter. Alles voll mit Austern. Okay, cool. Guck mal an den nächsten Strand. Ob es da miesmuschelig wird. Miesmuschelig. Und hier welche? Oh yes, das sind Miesmuscheln. Gut, dann können wir damit auf jeden Fall jetzt was machen. Boah, ich bin so froh, wenn ich endlich Kochen auf Level 9 habe. Ich hoffe, dann kann ich auch alles für Götz machen. Und vielleicht gibt es dann irgendwie, wenn ich Kochen Level 9 habe, auch nochmal irgendwie ein cooles Item, was ich irgendwie noch herstellen kann oder so. Oder irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich von einem Level 9 Kochding mir außer mehr Gerichte erwarte. Erhoffe. Ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall haben wir jetzt noch ein paar Miesmuscheln. Ich hatte zwei Gerichte, die ich deswegen nicht machen konnte. Was war denn das jetzt noch? Riemenfisch? Nein. Nein. Nee. War das jetzt nichts? Wo brauchte ich jetzt die Miesmuscheln? Meine Güte. Thunfisch-Sandwich? No. Sashimi-Bow? No. No, no. Ja, da fehlte mir eine wunderbare Miesmuschel. Garnieren wir noch? Vielleicht macht es die Sache ein bisschen besser. Ich habe keine Ahnung. Die Qualität wird eh nicht so die Bombe sein. Oh, besser als gedacht. So, haben wir das jetzt auch gemacht? Aber ein was fehlt noch. Nein. Irgendwo wollte ihr noch eine Miesmuschel sehen. Wo war denn das? Schade, da gäbe es doch ein Gericht. Nein. Bin ich doof? Nein. Nein. Was war das hier? Nee, eine Auster. Ich dachte, ich brauchte an zwei, aber zwei Sachen eine Miesmuschel. Jetzt bin ich ganz vermiesmuschelt. Die kleinen Miesmuscheln. Nee, war das doch hier? Nee, warte mal. Riemenfischsuppe kann ich eh vergessen. Hier brauche ich eh noch den Hummer, ist klar. Nee, hier vielleicht irgendwas? Nee. Miesmuschelsuppe oder Miesmuschelsalat oder was? Nee, hier wird auch nichts gewesen sein. Also, bei den Desserts. Also, ich kann mir jetzt kein Miesmuscheldessert vorstellen. Okay, dann bin ich anscheinend durch. Na gut. Wird hier noch irgendwas? Nö. Können wir in Ruhe nochmal die Desserts dann quasi durchgehen. Oh, das ist irgendwie so super befriedigend gerade. Gut. Komm, kann jemand noch mit Kakao? Oh, das ist ja, also Tiramisu ist schon nice. Ich liebe Tiramisu. Oh, yes. Gut, ich bedanke mich an dieser Stelle. Ich glaube, ich einfach mal bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.